Hallo YouTube, hier ist er wieder, euer Diego. Ja richtig, so fangen alle meine Videos an und das seit der Neuzeit. Das hat der P-Dax letzte Tage noch gesagt, ist mir gar nicht so bewusst geworden. Also bei mir gibt es eine alte YouTube-Geschichte und eine neue YouTube-Geschichte. Und ja, das ist jetzt die Neuzeit und in der Neuzeit fange ich halt alle Videos so an. Björn Holm bin ich sonst nie. Ich spiele eigentlich unheimlich viele Mod-Maps. Ich spiele viel mit Mods, viel mit Deutz. Ich mag auch Deutz. Wir hatten immer Deutschschlepper auf dem Hof, mehrere auch. Ja, bin ich halt mit groß geworden, ne? Das ist halt so, also ich selber habe keinen landwirtschaftlichen Betrieb, aber wir haben in der Familie Betriebe. Und da ergibt sich immer die Gelegenheit, mal ein bisschen mit dem Schlepper zu fahren. Ich fahre gerne in der Außenkameraansicht und gucke mir beim Fahren die Landschaft an. Ja. Mache ich im Real Life auch, ich gucke auch mehr aus dem Fenster halt auf der Straße, ne? Ist halt, ich nehme das alles nicht so ernst. Und so sind auch meine YouTube-Videos, meine Let's Plays, alles nicht so furchtbar gezwungen und ich brauche auch kein Getriebe-Add-on und keine Handbremse und ich will Spaß haben. Ich will mich entspannen. Ich habe zum Teil einen sehr anstrengenden Beruf. Wo es auch schon mal gelegentlich raucht und dann brauche ich irgendwas, um mich zu entspannen. Deswegen fahre ich auch sehr viel mit Oldtimern. Ich mag das Tuckern, Klappern, Schniefen und Schnaufen und das beruhigt mich halt, das entspannt mich. Das erinnert mich an früher, an meine Kindheit und da bin ich innerhalb von Minuten ein anderer Diego. Ja, ansonsten, ich schneide meine Videos nicht. Musik gibt es auch nur ganz selten bei mir. Da muss irgendwas Besonderes sein und ab und zu streame ich. Das mit dem Stream muss noch ein bisschen ausgebaut werden. Und dann gibt es auch Musik. Ja. Nur auch nichts hier mit mehreren Tonspuren und so. Ist alles so ein bisschen semi-professionell. So mehr aus der Lust heraus LS zu spielen. Und so ist dieser ganze Kanal entstanden. Und es ist schon schon gewaltig, wie der in den letzten Monaten auseinandergeflogen ist. Also sind doch ein oder zwei Abonnenten hinzugekommen. Das können auch 20 oder 40 gewesen sein. Ist schon beeindruckend, ne? Weil ich mache eigentlich immer noch das, was ich am Anfang auch gemacht habe. Ich spiele Landwirtschaftssimulator und nimm das auf. Und das ist es auch schon, ne? Tja, YouTube, das ist nur so ein kleines Infovideo für alle, die das erste Mal hier auf meinen Kanal stolpern, dass die so ungefähr schon mal vorgewarnt sind, was hier so ist. Und bedanke mich wie immer fürs Reinschauen und habt euch lieb, ne? Ciao!